alles für die Gang, für das Rudel, für das Tintenfischrudel. Tintenfische sind Rudeltiere, oder? Ich weiß ehrlich gesagt ehrlich nicht, ob Tintenfische Rudeltiere sind oder Einzelgänger. Wir sind ein Tintenfischrudel, auf jeden Fall. Wir sind aber auch Landtintenfische, das ist was anderes. So, Hauptquartier verteidigen. Läuft doch ganz gut. Scheint zu funktionieren. Oh, da kommen noch mehr. Das waren bei weitem noch nicht alle scheinbar. Uiuiui. Okay. Ah, das sind so viele, ey. Ich kann doch nicht alle davon abhalten, ins Hauptquartier zu kommen. Die sind so furchtbar nervig. Der Wahnsinn. Was hier los ist, wo kommen die denn alle her? Ich habe das Gefühl, es werden immer mehr statt weniger. Das gibt's doch gar nicht mehr. Oh, jetzt ist auch noch eine goldene Skulkula erschienen. Die hätte ich schon gern. Jetzt sind auch noch. Jetzt sind auch noch gelbe Helden hier eingetroffen. Tatsächlich. Jetzt kämpfen wir die gelben und die roten in meiner Basis gegen mich und gegeneinander und ich mittendrin. Das ist eigentlich ziemlich cool. Wenn es nicht so brenzlig wäre, weil ich echt ein bisschen die Sorge habe, dass wir hier scheitern könnten und das wäre ärgerlich. Wäre das eigentlich sogar sehr cool. Die goldene Skullkula muss jetzt leider warten. Die holen wir uns vielleicht irgendwann mal mit einer hochleveligeren. Mit einer. Nochmal. Aber jetzt kann ich gerade ganz schlecht weg. Ist gerade ungünstig. Ich meine, es gibt wirklich Extremfälle, das stimmt, das muss ich auch wieder sagen. Es gibt Extremfälle, wo selbst mir auffällt, dass die Grafik furchtbar aussieht. Das stimmt. Ganz so ist es auch wieder nicht, dass ich da komplett unberührbar bin oder unverstörbar oder wie auch immer. Das stimmt nicht. Manche Spiele sehen dann einfach so hässlich aus. Oder man erkennt wegen der niedrigen Auflösung dann teilweise Sachen nicht mehr. Dann wird's halt irgendwie problematisch. Aber vielleicht könnte man sagen, wenn ich so drüber nachdenke, dass es für mich dann problematisch wird, schlechte Grafik, wenn das Gameplay dadurch beeinflusst wird. Und da wären wir wieder dabei, dass ich einfach ein Gameplay-Mensch durch und durch bin. Es sind auch die Gameplay-getriebenen Spiele, die mir Spaß machen. Am meisten. XCOM, Dark Souls, auch Breath of the Wild, wenn man so will, doch, warum nicht? Das sind einfach alles Spiele, in denen das Gameplay vor allem, oder Zelda grundsätzlich, aber Breath of the Wild irgendwie besonders im Fokus steht. Und dann ist mir das Außendrum eigentlich immer relativ egal. Ach, Dark Souls. Das war schon cool. Mittlerweile finde ich diese Dark Souls-Formel schon wieder ein bisschen abgedroschen, weil es einfach zu viele Kopien. Aber als das erste Dark Souls rauskam, das hat mich schon geflasht. Weil ich nicht gedacht hätte,
dass heutzutage noch so gute Spiele produziert werden vom Gameplay her. Ich dachte es wirklich nicht. Vor lauter Assassin's Creed und was weiß ich was, diese ganzen... Ich mochte Assassin's Creed. Aber das Gameplay wurde einfach gefühlt immer flacher und flacher und die Casualisierung war ja damals auch ein großer Begriff, oder ist es vielleicht auch immer noch, hat um sich gegriffen. Und ich war immer mehr enttäuscht von großen AAA-Spielen, weil mir die einfach nichts mehr gegeben haben, gameplay-technisch. Und dann bin ich auf Dark Souls gestolpert und dachte mir so, verdammt, es gibt noch Spiele, die echt, echtes, gutes Gameplay liefern. Die einem echt irgendwie nicht irgendwie so weichgespülten Zeugs vorsetzen, sondern ein langsames, strategisches, gut zu steuerndes, schönes Gameplay. Das fand ich so großartig. Das war toll. Und dann habe ich auch rückwirkend erst Demon's Souls entdeckt dadurch. Das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Das war schon cool. Mittlerweile habe ich das Gefühl, gibt es wieder mehr Diversität in der Videospiellandschaft. Aber eine Zeit lang war ich irgendwie, vielleicht lag es auch an mir, ich weiß es nicht, aber eine Zeit lang war ich irgendwie sehr enttäuscht von dem ganzen Einheitsbrei, so gefühlt. Wer weiß. Wow. Das war cool. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Ah, ich muss jemanden heilen. Stehen bleiben, Goron-Häuptling. Ich heil dich. Okay. So. Aber das ist ja auch irgendwie gerade das Coole an Videospielen, dass die einfach so komplex sind und so umfangreich sind und so verschieden sind und so vielfältig, dass erstens für jeden was dabei ist, glaube ich, also auch für Leute, die eigentlich nichts mit Videospielen am Hut haben, bin ich mir sicher, könnte man das richtige Spiel finden, wenn man mit dem gemeinsam suchen würde. Und selbst innerhalb von dem gleichen Spiel steckt so viel, dass teilweise Menschen aus komplett unterschiedlichen Gründen die gleichen Spiele toll finden. Und das ist doch eigentlich super. Ich finde das faszinierend und ziemlich cool. Dass komplett verschiedene Aspekte aus dem gleichen Spiel, das sind, was Leute begeistert. Aber das macht es gleichzeitig so schwierig. Ich habe schon öfter über so ein Videoformat nachgedacht, indem man Spiele mit anderen Spielen vergleicht, damit man Leuten quasi nahelegen kann, hey, wenn dir das gefallen hat, könnte dir das auch gefallen. Aber je mehr ich drüber nachgedacht habe und je mehr ich das ausgearbeitet habe, desto mehr bin ich irgendwie eben genau darauf gestoßen, dass es eigentlich fast unmöglich ist, weil man eben nicht alle Aspekte aus jedem Spiel immer einzeln rausfiltern kann und nie weiß, warum gewisse Spiele gewissen Leuten gefallen. Und das dann auch noch zu übertragen auf andere Spiele, das war... Nee, das geht nicht. Ich glaube, das geht nicht gut. Das ist... Bei Filmen geht das viel leichter, finde ich. Bei Spielen ist eben die Vielfalt, glaube ich, da... zu komplex, glaube ich. Für mich auf jeden Fall. Ich kann das da nicht so schön zuordnen. Und vergleichen. Ich finde zum Beispiel, als Beispiel, das ist jetzt ein bisschen vielleicht ein extremes Beispiel, aber ich finde zum Beispiel viel aus Breath of the Wild, was mir in Breath of the Wild gefallen hat. Ich finde das ein bisschen schwer zu sagen, Breath of the Wild, aber viel von dem, was mir in Breath of the Wild gefallen hat, finde ich in Death Stranding wieder. Aber ich könnte unmöglich jemanden jetzt, weil ihm Breath of the Wild gefallen hat, Death Stranding empfehlen, weil das einfach grundverschiedene Spiele sind. Nur eben der Umgang mit der Open World und so. Und
ja, das Feeling auch so ein bisschen, wenn man die Welt durchquert. Das ist sehr ähnlich, aber man könnte das trotzdem kaum vergleichen. Oder nur sehr schwer. Hauptquartier, wie sieht's bei dir aus? Ah, es ist schon ziemlich rot im Hauptquartier. Da ist auch wieder ein Bedrängnis. Ich versuche trotzdem jetzt schnell... Ah, bitte! Ich muss den Nachtschwärmer hier noch kaputt kriegen, bevor wir zum Hauptquartier zurückgehen. Es wäre echt gut, wenn wir das schaffen würden. Aber der hält so viel aus. Der tankt uns hier so weg. Schauen wir mal, ob es hinhaut. Und dann schaue ich wieder in den Chat. Gleich. Es ist nicht das Chat-Lese-freundlichste Spiel, Hyrule Warriors. Nachtschwärmer, du hältst mir zu viel aus. Ich muss ins Hauptquartier. Es hilft jetzt nichts. Sonst komme ich zu spät. Vielleicht komme ich eh schon zu spät. Das Hauptquartier wird angegriffen. Das lasse ich nicht zu. Hat sie gesagt. Aber ich auch. Bin einer Meinung mit ihr. Okay, sie ja heilen. Das war knapp. Das Hauptquartier ist noch einigermaßen gut, aber... Ah, furchtbar. Genau, Bayonetta und Devil May Cry ist auch ein gutes Beispiel. Die Spiele wirken auf den ersten Blick sehr ähnlich. Ich weiß aber, dass es viele Devil May Cry-Fans gibt, die Bayonetta nicht cool finden. Und andersrum genauso. Weil es einfach, obwohl sie so ähnlich wirken irgendwie, kann man es einfach nicht sagen. Ich glaube, jetzt, wo ich drüber nachdenke, andersrum habe ich die Stimmen noch nicht gehört, aber gibt's bestimmt. Ich kenne es nur in die eine Richtung. Ach, come on, ihr seid alle nervig. Ach, je. So, ich glaube, jetzt haben wir dann aber wieder alle geschafft. Brauche ich einen A-Rang in der Mission? Weil einen A-Rang schaffe ich, glaube ich, ziemlich sicher nicht. Nee, brauche ich nicht. Wir kriegen für einen A-Rang einen Herzcontainer für Midnas wahre Gestalt. Das wäre nett, aber ist nicht notwendig. Okay, Hauptsache, wir schaffen es uns. Alles andere ist wurscht. Ich frage mich, ob ich vielleicht kurz die gelbe Basis... Ist das überhaupt eine gelbe Festung? Oder ist das nur so ein Raum, in dem ein paar gelbe rumstehen? Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber ich schau mal kurz, weil wenn das eine Festung ist, erobere ich die. Weil dann sind wir rundum von Festungen bewacht. Das ist eine gelbe Festung, die werde ich erobern. Da startet auch schon wieder... Oh, ich hasse es so. Meine Güte. Jetzt kommt sowohl von den roten als auch von den gelben auch gleich wieder ein Angriffskommando auf unsere Festung. Schrecklich. Die Mission wird nie enden. Wie spät ist es denn? Na, ich habe noch 1,5 Stunden Zeit. In der Zeit müssen wir die Mission hier schaffen. So, jetzt aber schnell, weil die Roten sind schon gleich in unserer Festung. Ich würde die gerne raushalten. Andere Festung muss jetzt erstmal dann... Okay, ah, der Frostschwärmer! Der Frostnachtschwärmer, gegen den ich in der Basis schon gekämpft habe, kommt. Ja, das ist nett. Ich wollte gerade zu dir kommen. Das ist ja nett von ihm. Nimm dir mir glatt den Weg ab.
Und was halt noch dazu kommt, aber das macht's. Aber das kann man halt in Reviews nicht berücksichtigen, ist eh klar. Aber mir geht's zumindest so, dass es ganz oft auch immer von der Lebenssituation, in der ich gerade bin, abhängt, ob mir ein Spiel gefällt oder nicht. Und ein Genre, das mir letzte Woche gefallen hat, kann mir vielleicht diese Woche schon nicht mehr so gut gefallen. Entweder weil ich übersättigt bin oder weil ich einfach irgendwie andere Bedürfnisse gerade habe. Ich glaube, wenn ich so drüber nachdenke, gibt's kaum ein Genre, wenn überhaupt eins, das mir schon immer gefallen hat. Schon seit jüngsten Jahren und immer noch genauso gut gefällt wie damals. Könnte ich nicht behaupten. Ich meine, ich spiele immer noch gern Jump'n'Runs, aber früher waren Jump'n'Runs der Shit. Das sind sie heute definitiv nicht mehr. Ich spiele immer noch gern so 4X-Spiele. Ich würde behaupten, 4X-Spiele mag ich immer noch wirklich gerne. Da hat sich kaum was von der... kaum was von der Faszination ist da gebröckelt. Das finde ich immer noch cool. Civilization und Co. sind immer noch... Das stimmt. Die begeistern mich tatsächlich immer noch. Und so rundenbasierende Spiele zwar auch. Rundenbasierende Kampfsysteme wie XCOM und so. Aber die haben sich halt auch stark verändert. So, die Retro-XCOM-Spiele fällt mir schwer, die heute noch zu spielen. Zu umständlich einfach. Zu bedienerunfreundlich. Hey! Dreverx, oder? Dreverx. Dankeschön für die Bits. Freut mich sehr. So, jetzt muss ich mich beeilen, weil unsere NPC-Freundin ist leider gerade ein bisschen suizidal und will alleine die feindliche Basis angreifen, wobei sie ziemlich sicher stirbt. Deswegen muss ich da jetzt relativ schnell hin und ihr helfen. Boomerang, den kann er haben. Den rüste ich gleich mal aus für später. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal die Gelben anscheinend erobern, bevor wir zu den Roten gehen. Hey, Stahlmeister oder wie auch immer du heißt, wollen wir wieder zurück in die Basis gehen? Genau, das wäre gut. Na, dann kann ich gleich die... Ah, Mist. So, wartet mal, die Mission dauert noch länger. Ich schaue jetzt mal in den Chat und hol mal nach, was hier so passiert ist, seit ich das letzte Mal reingeguckt habe. Was schon ein bisschen her ist, glaube ich. Uff. Grafik ist ja nicht allein Optik, sondern auch der Stil. Ah ja, das würde ich wieder trennen, ehrlich gesagt. Aber ich meine, grundsätzlich vom Wort... Ursprung her ist das Gleiche. Aber so Design und der Stil und die Grafik an sich, das unterscheide ich bei Videospielen insofern, dass Grafik für mich wirklich nur so die technischen Details sind. Der Detailgrad, aber auch die Auflösungshöhe, die Kantenglättung, die und so weiter. Das ist für mich so Grafik in einem Videospiel. Und das andere fasse ich als Design zusammen. Wie die Welt und wie die Charaktere so vom Stil her aussehen. Weil so dies ebenso Stil ist mir sehr viel wichtiger als ebenso die technische Grafik in dem Sinn. Tintenfische suchen ihre Partner auf Tinta. Haha. Ich zock im Moment alles. Ich zock auch sehr viel durch die Bank, glaube ich. Ich glaube, es gibt kaum Genre, wo ich prinzipiell sage, das finde ich super langweilig und spiele es überhaupt nicht. Ich meine, es gibt die MOBA, Battle Royale, das sind so Sachen, die interessieren mich null. Aber selbst da habe ich eigentlich die meisten bekannteren Vertreter zumindest mal angetestet. Weil man muss es ja mal testen. Am Ende gefällt es einem noch, obwohl man nicht damit rechnet.
letztens mal wieder Blur eingesetzt und war schockiert von der Grafik. Beim Rennspiel macht die Optik eben doch viel aus. Gerade was die Modelle der Fahrzeuge angeht. Kann ich eben auch nur so halb nachvollziehen, aber ich glaube, wenn man ein Autofreak ist oder wenn man Autos gerne mag, ist das natürlich besonders cool, wenn man die schön sieht, detailgetreu, so wie sie in Wirklichkeit sind. Das kann ich schon nachvollziehen. Auch wenn es mir nicht so geht. Mein Lieblingsrennspiel ist immer noch Mario Kart oder F-Zero. Und da ist es mir relativ wurscht, wie es aussieht. Ich finde, das sah auf der Wii U schon perfekt aus. Besser muss Mario Kart nicht aussehen. Aber ich würde fast behaupten, The Cluedo, weil du schreibst, dass Bayonetta eher für notgeile Pubertierende ist und Devil May Cry nicht, dass Devil May Cry schon auch sehr stark Pubertierende anspricht, mit gerade die älteren Teilen, mit seinem coolen, edgy Charakter, mit dem offenen Hemd und den Pistolen und dem Schwert und so. Ich denke schon. Aber grundsätzlich sind das unterschiedliche Stile auf jeden Fall, würde ich sagen. Ich weiß gar nicht, ob ich von anderen Zielgruppen reden würde, aber doch eben ganz andere Stile. Wie Katka vorher schon meinte, mit Metal und Jazz hätte er ein Problem damit, dass da Jazz statt Metal drin vorkommt. Das sind so die Sachen, die dann oft entscheiden, ob man ein Spiel cool findet oder nicht. So. Ja, ich glaube schon, Felix. Ich glaube, das Gameplay ist unabhängig von der Charakterdarstellung oder so. Das kann gut sein, The Cluedo, dass das verschiedene Zielgruppen ansprechen soll, die beiden Spiele. Ich weiß es echt nicht, weil ich ehrlich nicht so den großen Unterschied in der Zielgruppenfokus sehe, aber ich bin auch kein PR-Mensch, keine Ahnung. Aber wie gesagt, ich finde, beide richten sich da eher an ein jüngeres männliches Publikum auf jeden Fall. Das gleiche Genre sind die auf jeden Fall. Ja, Metal wurde ja nicht ersetzt in dem Sinn, weil in Bayonetta gab es ja nie Metal ursprünglich. Das war schon immer jazzig. Insofern haben die ja nichts rausgenommen aus der Reihe. Bayonetta ist eigentlich mehr J-Pop, okay. Persona 5 ist ziemlich chassig. Und Super Mario Odyssey auch. Da war ja Galaxy sehr stark so klassisch, episch, orchestral unterwegs. Und dann kam Odyssey mit einem jazzigen Soundtrack. Finde ich eigentlich cool. Aber ich mochte trotzdem den Galaxy Soundtrack lieber. Insgesamt. Wobei er auch hauptsächlich New Donk City jazzig ist. Mein Gott, was ist hier eigentlich los? Was ist denn hier eigentlich los in dieser Festung? Wo kommen denn die ganzen Gegner her? Ich verstehe gar nichts mehr. Ach Gott, ey. Das Spiel.
Oh ja, Sounddesign, da sprichst du was an. Das ist auch eine Sache. Sounddesign finde ich viel wichtiger als Grafik. Das gibt mir persönlich ganz stark so. Ich habe früher als Kind schon immer bei Resident Evil einfach den Sound ausgemacht, die Musik ausgemacht, weil dann war das Spiel plötzlich nicht mehr gruselig. Das ist das Geheimnis dran. Das Sounddesign war einfach verdammt gut. Das war 90% des Grusels damals, finde ich. Und das geht mir immer noch so eigentlich. So Atmosphäre wird einfach hauptsächlich für mich durch Musik vermittelt. Wenn ein Spiel eine gruselige Musik hat, dann habe ich Angst. Und dann kann das aussehen wie, weiß ich nicht, die Powerpuff Girls. Ist mir trotzdem mulmig dann. Hi Jerry, wie geht's? Ah, wir haben gewonnen. Ach so, ich dachte, ich muss die Roten auch noch besiegen. Na dann, wunderbar. Wir haben es geschafft. Ich werde hustend. Ich werde jetzt schon müde. Es ist jetzt 9:30, mein Gott. Das kann ja was werden beim 24-Stunden-Stream am Freitag. Ich werde alt. So ist das, wenn man alt wird. So geht's los. Plötzlich wird man mitten am Tag müde. Quasi. Wir haben schon wieder einige Nahrungsmittel. Schön langsam könnten wir wieder Feen füttern gehen. Hab mal abends den Soundtrack von Silent Hill gehört. Bin eingeschlafen und hatte echt Albträume. Ja, das glaube ich schon. Deep Space hatte einen Hammer-Soundtrack. Nachts mit Kopfhörern. Oh Gott, ich kann das überhaupt nicht. Ich kann das überhaupt nicht. Mich macht das fertig, solche gruseligen Spiele dann auch noch mit Kopfhörern zu spielen. P.T. zum Beispiel, die P.T., diese Silent Hill Demo von Kojima, habe ich mit relativ leiser Lautstärke gespielt und habe den Controller ganz weit von mir weggehalten und ungefähr nur noch wirklich so ganz lose in der Hand gehalten und ab und zu noch so einen Knopf gedrückt, damit ich möglichst viel Distanz habe quasi. Meine Verbindung zum Spiel quasi symbolisch durch den Controller so lose wie möglich gelassen und den Sound ganz leise gemacht und so konnte ich es einigermaßen spielen. Ansonsten wäre ich sowas von sofort gestorben beim ersten Jumpscare. Wäre ich einfach sofort tot. Ich habe auch Resident Evil 7, als das rauskam, mit VR gespielt. Aber nur ungefähr höchstens eine Stunde oder so. Nicht nur, weil mir dann furchtbar schlecht wurde, sondern auch, weil ich quasi die meiste Zeit mit geschlossenen Augen durch die Gegend gelaufen bin. Das macht dann irgendwie auch keinen Sinn mehr. Wenn man die ganze Zeit mit geschlossenen Augen oder so aus einem Augenlid so leicht rauslinsend das Spiel spielt. Da geht auch irgendwie der VR-Effekt so ein bisschen verloren. Das macht nur bedingt Sinn. Jetzt müssen wir wirklich mit dem spielen, oder wie? Mit meinem Level 7-Charakter. Das ist nicht gut. Wie sieht's denn hier aus? Hier müssen wir mit ihr spielen. Die ist ungefähr genauso hochlevelig bei mir, oder? Die Agnate. Agneta. Level 25 wäre ein bisschen besser. Aber ich finde es trotzdem nicht geil. Ehrlich gesagt. Papa.
Dead Space 2 hatte ich damals im Wohnzimmer meiner Eltern mit einer 5.1 System angemacht. Als die beiden später wieder zu Hause waren, saßen die beiden verkrampft auf der Couch. Was? Ach so, während du noch gespielt hast, oder wie? Warum sind Jumpscares immer noch so krass? Man weiß doch eigentlich, was kommt. Ja, das stimmt. Aber gute Jumpscare-Designer, nenne ich die jetzt mal so, ist bestimmt eine Berufsbezeichnung. Bestimmt ein weit verbreiteter Beruf der Jumpscare-Designer. Wissen, dass man mittlerweile weiß, wann Jumpscare kommt und zögern es dann hinaus bis ins Unerträgliche. Man weiß, gleich kommt er. Es macht doch endlich. Aber er kommt nicht. Und das ist das Gute. Das ist ja bei Resident Evil 7 am Anfang auch so. Die erste halbe Stunde passiert ja im Grunde gar nichts. Dann geht er durch diesen Garten, dann geht man in dieses Haus. Man guckt sich um und es passiert eigentlich nichts. Da ist kein Jumpscare. Springt nicht mal irgendwo eine Katze aus einem Regal oder irgend sowas Klischeehaftes. Gar nichts. Und dann geht's auf einmal total irre ab. Das ist eben genau dieses Hinauszögern. Dann plötzlich wird's ganz furchtbar. Mit einem Schlag. Habe ich bei ihr schon bessere Schirme? Nee, noch nicht. Was ist denn der beste vom Schaden her? 112, 4 Sterne. Na, meinetwegen. Versuchen wir es mal. Zufälligerweise war das Kind vom Nachbarn unter uns unter meinem Zimmer und das war ein paar Jahre später mit mir in der Firma. Der sagte mir, dass sein Kind deswegen wohl auch Albträume bekam und nicht mehr in dem Zimmer schlafen konnte. Das tat mir das im Nachhinein echt leid. Ja, aber kann man ja nicht wissen. Gute Designer benutzen möglichst wenig Jumpscares. Ja, genau, eben. Das müssen Psychos sein, diese Game Designer. Ach, ich weiß nicht. Ich glaube, ein bisschen Kreativität, dann kann man sich das schon. Ein bisschen Erfahrung, wie Menschen funktionieren und sowas, wie Erschrecken funktioniert. Da muss man nicht unbedingt ein Psycho sein, glaube ich. Das kann man lernen. Silent Hill hat das überhaupt super gemacht. Silent Hill war ja technisch sehr limitiert, aber die haben wirklich aus dieser technischen Limitation alles rausgeholt. Nicht nur, dass die quasi so clever waren, den Nebel in dem Horrorspiel als Gameplay-Element einzusetzen, was ja schon mal super ist, sondern dann eben fast alles über den Sound im Grunde. Es ist schon fast so, als hätten die Figuren absichtlich noch undeutlicher gemacht, als sie sie hätten technisch machen können, damit man quasi die gar nicht so klar sehen kann, damit man gar nicht so recht weiß, was los ist, damit die nur so schemenhaft sind und man in erster Linie einfach nur hört. Auch mit diesem knacksenden Radio und den Sirenen, das ist einfach wirklich super. Die haben wirklich aus den technischen Schwächen, die damals hatten, ihre Stärken gemacht. Das ist wirklich total faszinierend, finde ich. Very good. Well played, Silent Hill Designers. Well played. So, kommt mal her, ihr drei. Immerhin habe ich 3 Special-Leisten mit ihr. Das ist immer gut. Damit kann man immer sehr schnell sehr viel Schaden verursachen. Also, der Charakter, ey. Es ist so komisch, dass die als Kämpfer eingebaut haben. Und dass die irgendwie riesige goldene Insekten beschwört und sich Schmetterlingsflügel wachsen lässt. Die sammelt Käfer, die macht sonst nichts im Spiel. Warum? Ja, jetzt wissen wir, warum die goldenen Käfer unbedingt sammeln wollte. Damit sie ihre über
übermenschlichen Superkräfte farmen kann und auf sich selbst übertragen anscheinend. Jetzt ist sie von der Käfersammlerin zur Käfergöttin geworden. Das war von Anfang an ihr Plan. Wahrscheinlich kommt jetzt statt Breath of the Wild 2 in Wirklichkeit Twilight Princess 2 ganz unerwartet. Und da geht es darum, dass Agnata mit ihrer Insekten-Agneta und ihrer Insektenarmee die ganz Hyrule versklavt hat. Während Link dachte, Ganon sei das Problem. Oder beziehungsweise erst hat sich ja dann... Spoiler-Alarm! Aber auf jeden Fall war es in Wirklichkeit von Anfang an Agneta. Der Name, ich glaube, ich jetzt in den letzten 5 Minuten 3-mal unterschiedlich ausgesprochen habe. Und niemand weiß, wie sie wirklich heißt. Das ist alles Teil von ihrem teuflischen Plan. Agneta Christi. So, ein Ziel haben wir noch. Dann haben wir eh schon alle Feldmarschälle besiegt. Die waren netterweise alle so auf einen Haufen hier. Das war ganz cool. Das war ganz nett von denen. Hier ist aber auch wieder viel los. Ich mag ja eigentlich so. Ich finde so Missionen, in denen unglaubliches Gewusel herrscht, eigentlich super. Aber jetzt kommt Ganondorf. Das finde ich nicht super. Der hat echt ein paar miese Kombos, mit denen der schnell mal irgendwie die halbe Energieleiste einem leert. Und er ist tot. Nee, Quatsch. Scherz. Ja, aber super. Aber der hält wirklich nicht viel aus. Ich glaube, unsere Käfersammlerin ist wesentlich krasser, als ich dachte. Oder die Mission ist wesentlich leichter, als ich dachte. Eins von beiden. Die haut rein. Meine Güte. Ganondorf. Weichei. Na, ich sage ja, sie ist die wahre Bedrohung hier. Jetzt habe ich Schluck auf auch noch. Ich hab's schon schwer. Jetzt habe ich auch noch Schluck auf. Der Tag kann nicht mehr schlimmer werden. So, wo waren wir stehen geblieben? Unser Hauptquartier wird angegriffen, während ich hier Ganondorf verprügel. Das war also, das war nur, ich verstehe, das war nur die Ablenkungstaktik. Ganondorf wollte gar nicht wirklich gegen mich kämpfen. Er wollte mich nur ablenken, damit seine Reptilienfreunde hier gemütlich unser Hauptquartier erobern können. Aber nicht mit mir. Wo ist denn die Lana in Gefahr? Wo ist denn die? Um alles muss man sich selber kümmern. Das gibt's ja nicht. Die ist eh da, wo ich bin. Na, dann ist es schon gut. Braucht die wirklich Heilung? Wo ist sie denn? Nee, da geht's eh noch gut. Ich verstehe nicht, warum die schon... was die hat. Einfach so viele Käfer. Das Hauptquartier droht zu fallen. Ich bin im Hauptquartier. Haben wir zwei Hauptquartiere? Oder was ist los? Hier droht überhaupt nichts zu fallen. So, Hauptquartier ist erstmal gesichert, oder? Ein Hauptmann ist in Gefahr. Ich komme, Hauptmann. Durchhalten. Gut, Hauptmann hat durchgehalten. Ich meine, die NPCs sind zwar weitestgehend nutzlos in dem Spiel, aber ich glaube, es macht schon Sinn, dass man vor seiner Basis wenigstens ein paar zu... Oh, warte mal, irgendwas greift unser Hauptquartier schon wieder mit Fernangriffen an, oder? Kann das sein? Ich weiß nicht genau, was ich jetzt machen soll. Ich glaube, ich weiß, was ich mache. Ich gehe jetzt erstmal da nach oben, weil wahrscheinlich sie ja auch nicht sterben darf und helft der mal. Und dann renne ich nach unten zur feindlichen Basis
Ich glaube, dass unsere Basis irgendwie magisch bombardiert wird oder irgendwie so ein Blödsinn. Vielleicht muss ich zwischendurch noch mal kurz zu unserer Basis, um die noch mal zu verteidigen. Au, 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 okay. Zelda ist krass. Hau ab, ey. Spinnst du? Nein, jetzt geh weg. Oh Mann, ey. Die hat so viel Reichweite. Die spinnt doch. Die hat Reichweite und ist schnell wie sonst was. Ich hasse die. Zelda ist echt wesentlich krasser als Ganondorf gerade. Die hält viel mehr aus. Ich werde die mal drum jonglieren, so gut es geht. Aber die ist ja eben auch so gefährlich, weil die so schnell ist und so reinhaut. Ich hasse sie. Ha, mir fällt gerade auf, das ist eigentlich komisch. Man trifft nämlich in den Missionen die Gegner eigentlich nie in anderen Outfits. Immer nur im Standard-Outfit. Das ist eigentlich schade. Würde mehr Variation bieten, wenn die ab und zu mal in einem anderen Outfit daherkommen würden, die Gegner. Oh. Das Hauptquartier steht kurz davor zu fallen. Das Hauptquartier steht kurz davor zu fallen und braucht Hilfe. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht genau warum. Ich weiß nicht, was dem Hauptquartier Schaden zufügt. Weil ich glaube, da ist gerade kein Feind drin. Das wird wirklich irgendwie magisch bombardiert oder so. Oh, 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 oh. Ich glaube, ich muss da jetzt ganz schnell hinten zum letzten Feldmarschall wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich laufe da jetzt einfach hin. Kann sein, dass die Mission jetzt gleich scheitert, leider. Aber ich kann jetzt leider gerade nicht an drei Orten gleichzeitig sein, was ich müsste. Dafür ist sie dann doch nicht hochlevelig genug vielleicht, unsere Agnetha. Gute Nacht, Cludo. Mach's gut. Aha, wen haben wir denn da? Vielleicht bist du unser Problem. Zumindest ein Teil des Problems. Aber die Basis wird immer noch bombardiert, leider. Ich kann nicht kurz heilen. Du musst allein weiterkämpfen, sorry. Okay, drei. Ich glaube, ich sehe sie. Falls wir die Mission neu starten müssen, weiß ich wenigstens, glaube ich, was wir tun müssen. Aber ich versuche jetzt einfach schneller Link zu besiegen, bevor unsere Basis fällt. Was schwer wird. Aber ich werde es versuchen. Der ist ziemlich tankig und ich glaube, wir haben verloren. Dammit, aber jetzt weiß ich, wo die Übeltäter sind. Ah, ist das nicht schön, wenn man nach so 20 Minuten Mission nochmal von vorn anfangen darf? Ich find's herrlich. Könnte ich den ganzen Tag machen. So, jetzt kommt her. Warte mal, ist halt gar nicht mein Hauptziel. Du bist mein Hauptziel. Es irritiert mich nicht so, ihr anderen. Wir müssen echt effektiv sein. Wir müssen echt schnell sein hier. Jetzt. Genau das Gegenteil von dem, was ich gerade bin. So, jetzt komm, mach einen Angriff, den ich kontern kann oder so, das wäre cool. Ja, also. Das war gut.
Oh Gott, ich kenne mich nicht mehr aus. Aber es scheint zu funktionieren. Was auch immer ich da mache, es läuft ganz gut. So, gleich haben wir die drei. Zwei erstmal. Einer fehlt da noch. Jetzt komm, stell dich bitte nicht so an. Geh bitte kaputt. Dann kann ich hier noch schnell plündern. Ach Mist, der liegt ja immer noch. Okay, danke. Mittelling, danke. Ich brauch dich gerade nicht. Den Loot lassen wir natürlich nicht liegen. So weit kommt's noch. Okay. Puh. Ganondorf. Ist schon besiegt. So, jetzt muss ich erstmal das Hauptquartier verteidigen. Dann muss ich aber schnell los, um die Blumen zu pflücken. Die Artillerieblumen. Das darf ich nicht übersehen. Und dann passt alles, glaube ich. Die Mission ist nicht ohne, muss ich schon sagen, ey. Ah ja, jetzt sind die gespawnt, die feindlichen Blumen. Okay, gut, jetzt müssen wir aufpassen. Aber ich muss jetzt trotzdem vorher die Echsen hier kaputt machen, weil sonst erobern die mir die Basis, bevor ich die Blumen kaputt mache. Das ist dann auch doof. So, na komm, jetzt stell dich nicht so an. Wo ist er denn überhaupt? Ach, da ist er. Gut. Der war schon im Sturm, dann ist okay. Der ist aber stur heute. Jetzt komm schon, geh kaputt. Das gibt's ja nicht mehr. Na, also, Dankeschön. Okay, gut. Den hätten wir jetzt. Schnell. Ja, okay. Wo fangen wir an? Ist eigentlich wurscht. Dann muss ich wahrscheinlich, nachdem die Blumen kaputt sind, muss ich schnell wieder zurück ins Hauptquartier. Beziehungsweise muss ich vielleicht bei der Schlacht da oben mithelfen, wo die super krasse Zelda unterwegs ist. Oh, das wird stressig. Ich werde auch die Hauptquartiere, also die Quartiere, in denen die Blumen stehen, gar nicht erst erobern. Einfach nur schnell die Blumen pflücken und weiter. So. Okay, gut, das nehme ich schnell mit. Jetzt wird mir schon angezeigt, dass sie ja in Bedrängnis ist. Das heißt, ich gehe jetzt schnell zurück und helfe ihr, bevor ich zur nächsten Blume gehe. Schnell ist gut. So sehr ist die noch gar nicht in Bedrängnis. Die hat noch relativ viel Energie. Das ist jetzt echt voll blöd. Ich kann sie nämlich nicht heilen, solange sie nicht mehr Schaden abgekriegt hat. Aber ich kann jetzt auch nicht wirklich helfen. Okay, irgendwer Wichtiges ist gestorben. Also von den Feinden. Von uns. Okay, ich habe jetzt alle bis auf Zelda fertig gemacht. Das muss jetzt reichen. Ich muss jetzt nämlich weiter. Ich habe noch zwei Stationen, die ich abklappern muss, bevor ich wieder zurückkomme. Magische Energie nehme ich mit. Kann man immer brauchen.
So, wenn mich nicht alles täuscht, dürfte hier die nächste Blume drin sein. Okay. Und jetzt da unten in der Mitte die nächste. Und dann muss ich aber schon wieder zurück ins Hauptquartier, beziehungsweise zu Sia, genau. Ah, Gott, das ist echt nicht ohne. Ich hoffe, wir sind schnell genug. Okay, jetzt dürfte zumindest der Artilleriebeschuss aufhören. Das ist schon mal gut. Das heißt, die Leiste unseres Hauptquartiers wird nicht mehr automatisch gesenkt. Sondern nur noch, wenn wirklich feindliche Truppen in der Basis sind. Und das sind sie momentan nicht mal. Das ist gut. Dann kann ich nämlich mal da hoch zu Tia nochmal schnell schauen, die da gegen die super krasse Zelda kämpft. Lana ist in Bedrängnis. Okay. Die Mission macht mich wahnsinnig. Hilfe. Jetzt ist Zelda zwar fast besiegt, aber Lana ist jetzt in Bedrängnis. Das heißt, ich muss schnell zurück, weil es könnte sein, dass sie schnell Heilung braucht. Und dann komme ich wieder hierher zurück. Ich komme schon. Durchhalten. Der Hauptmann braucht dringend Hilfe. Bitte schön, Hauptmann. Wo ist Lana? Was ist denn? Du hast überhaupt keinen Stress hier. Meine Güte. Mach mal die ganzen Energieleisten heimlich hier kaputt. Das sind eh nicht viele. Alle schon ziemlich geschwächt. Okay, dann dürften die hier erstmal keinen Stress mehr haben eigentlich. Und mit den Minions werden die normalerweise ohne Probleme fertig. Dann laufe ich jetzt wieder zurück zu Sia. Das ist wirklich irgendwie... Ja genau, jetzt ist nämlich Sia in Gefahr. Jetzt muss ich mich beeilen. Währenddessen drücken schon wieder neue Stoßtruppen zu meiner Basis aus. Ich spinne irgendwie hier in der Mission. Ich weiß nicht, was die da haben. Warum sind die hier so verrückt? Wo ist denn Zelda hin? Zelda sollte sich erst einmal zurückziehen. Aha, cool. Okay, das ist gut. Dann kommt sie ja hier klar. Dann werde ich jetzt dem neuen Stoßtrupp entgegenlaufen, der unserer Basis gerade entgegenstürmt. Und werde dann untenrum die Quartiere von denen erobern. Und dann letztendlich deren Hauptquartier erobern. Ich glaube, das Schlimmste haben wir jetzt überstanden. Okay, ich sehe keine roten Energieleisten mehr. Dann gehen wir jetzt da nach unten, erobern das, gehen weiter zum nächsten, erobern das, gehen zum Hauptquartier, erobern das. Dann haben wir alles erobert. Also nicht wirklich alles, aber genug. Das hier ist Schloss Hyrule. Ach, wow. Also der Posten, auf dem wir gerade kämpfen, heißt Schloss Hyrule quasi. Dann ist das, müsste das ja der zentrale, super wichtige Punkt sein, eigentlich. Ist es aber nicht. Tja. Aber dafür gibt es einen Schatz. Feenkleidung. Finde ich cool, warum nicht? Na gut, erobern wir den auch noch schnell. Ah, das war jetzt echt... Nein, jetzt rückt nochmal ein Stoßtrupp los da oben. Da muss ich fast nochmal schnell hin, vorsichtshalber. Erobern wir das noch schnell hier. Der Kommandant ist eh schon irgendwo. So. Cool, auch gleich noch mal eine Schatzkiste. Wahrscheinlich nur mit ein paar Rubinen, aber Rubine kann man immer brauchen. Ja, passt. Okay, ich komme.
war schon. So, dala. Dann gehe ich jetzt da unten nochmal zu dem da. Vorsichtshalber, nicht, dass der noch irgendwie Unfug macht hier. Okay, jetzt auf ins feindliche Hauptquartier. Jetzt ist Schluss hier. Gibt es eigentlich deinen Kanal, auf dem du Gruselgeschichten vorliest? Noch den Kanal gibt's noch. Aber leider habe ich da schon ewig keine Videos mehr gemacht. Das Kreaturenkabinett meinst du, wo ich so mythische Wesen vorstelle. Ich hätte echt gehofft. Oder ich hoffe immer noch. Ich hoffe immer noch, dass der Kanal demnächst, oder was heißt demnächst, aber irgendwann, gut genug läuft, dass quasi meine Existenz so weit gesichert ist, dass ich mir erlauben kann, auch auf Kanälen wie eben dem Kanal, dem Kreaturenkabinett, die eben nicht gut laufen und nichts abwerfen, trotzdem Videos zu machen. Aber momentan muss ich meine Zeit im Grunde einfach für den Hauptkanal raushauen. Alles, was ich an Zeit habe, muss ich in den Kanal investieren. Einfach um einfach die Fixkosten zu bezahlen, um einfach den Lebensunterhalt zu verdienen. Aber sobald das mal geht, sobald die Werbeeinnahmen auf YouTube hoch genug sind, dass ich mir da einfach keine so großen Sorgen mehr machen muss, werde ich auch... Ich habe ein paar Ideen für andere Kanäle, aber auch das Kreaturenkabinett eben auch mit Videos versorgen. Weil mir das eigentlich Spaß machen würde, aber das wirft halt einfach nichts ab. Und da habe ich momentan leider nicht die Zeit. Da muss ich leider so realistisch sein, dass das nicht geht. Aber ja. Irgendwann. Irgendwann. Und wenn jetzt irgendwie der YouTube-Kanal total zusammenbricht, dann könnte ich mir vorstellen, dass ich mir einen anständigen Job suche und mich dann hauptsächlich auf so Sachen konzentrieren, die mir halt dann einfach so spontan Spaß machen. Und nur noch so Videos mache. Aber mal schauen. Jetzt momentan liegt er halt leider auf Eis einfach. Der Link, jetzt geh kaputt. Gut. Yay, geschafft. Na Gott sei Dank. Puh, das war jetzt echt ein bisschen anstrengend. Mein Gott. Ja, danke. Ich finde es auch gut. Das ist auch wirklich blöd, weil ursprünglich hätte ich ja eben geplant, den auch einfach nebenher zu betreiben. Aber da YouTube jetzt eingeführt hat, dass Kanäle erst ab 1000 Abonnenten überhaupt monetarisiert werden kann, bedeutet das halt leider für so kleine Nebenkanäle eher... Ja, nicht so gut halt. Schade.